So, servus liebe Freunde, willkommen zurück in Garmisch, dem eigentlichen Austragungsort St. Moritz. Da können wir leider nicht hinreisen hier mit der Ski-Challenge. Solche schnellen Streckenwechsel, das kriegen die da auch nicht hin. Deswegen bleiben wir in Garmisch, während der Rest des Skizirkus irgendwo in St. Moritz unterwegs ist. Hoffentlich, weil die haben nämlich auch Schneeprobleme, wie ich das gehört habe. Und wenn ihr diese Folge seht, wisst ihr ja schon, ob das Rennen überhaupt stattgefunden hat oder nicht. Weil wenn die Vorhersagen stimmen, dann bekommt St. Moritz bis zum Samstag noch über einen Meter Schnee. Und bei über einem Meter Neuschnee, da kannst du keine Abfahrt mehr fertig präparieren. So viele Freiwillige kriegen nicht mal die Schweizer hin. Oder sie machen Tiefschneerennen, aber dann heißt es wahrscheinlich nicht mehr Abfahrt und dann fahren auch die ganzen Leute alle nicht mit, weil die haben nämlich keine Lust hier Strecken dann zu schieben und zu laufen. So. Jetzt habe ich hier eine Sekunde Rückstand wegen nix und wieder nix. Und wir waren es letzte Folge so gut mit dabei bei dem Kerl. Aber ich will hier keine Fahrt verschenken. Deswegen fahren wir jetzt auch die ins Ziel. Vielleicht zumindest die anderen Abschnitte üben. Oh! Ja, genau wegen sowas. Und ich muss mal kurz. Ich muss hier mal kurz an meiner Tastatur hier so. Jetzt pass auf. Jetzt wackelt die nämlich auch nicht mehr. Mir ist nämlich ein Gummifüßchen abhanden gekommen. Und da habe ich mir so einen Bierfilz drunter gestellt. Jetzt muss ich mir da einen Ersatz suchen und den da irgendwie dran pappen. Ich hoffe, die Rückstand trotzdem nicht allzu viel. Noch geht's. Noch habe ich hier keine Wettbewerbsnachteile, offensichtlich jedenfalls. So. Waren wir da mal weg vom Tor. Nehmen wir hoffentlich Geschwindigkeit mit im Gegenzug. Sieht aber leider nicht so aus. Schmiedolf ist schon wieder weg. Ein paar Zehntel, verdammt normal. Holen wir aber wieder. Da bin ich zuversichtlich. Weil das nämlich dieses Stück hier ist er nicht so brillant gefahren. Und wenn ich jetzt hier die Bälle nicht fress, das kann man dann noch geschickter fahren. Ah! Das auch. Wieso bleibt denn da mein Ski stehen? Mann. So. Ich werfe euch jetzt allerdings mal hier kurz aus der Aufnahme und fahre hier alleine weiter, und sollte ich eine hübsche Zeit hinbekommen, dann bekommt ihr die nachgeliefert. Hoffentlich bis gleich. So, liebe Freunde, die erste neue Zeit ist eingetroffen. 2:06.1. Das ist jetzt zwar nicht der große Oberhammer, aber seit einer guten 20 Minuten mal das erste wieder vorzeigbare Ergebnis. Danach ist es ein bisschen träge geworden. So, wir wollen uns die Fahrt mal angucken. Da dürft ihr sie so angucken, wie ich sie denn gefahren bin. Den Geist wollen wir eigentlich gar nicht sehen. Kann ich den ausmachen? Weiß ich nicht. Ich habe mir den Geist vom Besten reingemacht gehabt, weil ich ihn vorher angeguckt habe. Dann bin ich gegen den gefahren, aber wir haben ihn schon bald nicht mehr gesehen. Ich hatte eigentlich die ganze Fahrt kein allzu gutes Gefühl. Ich habe nicht alle Kurven optimal erwischt, so wie ich die erwischen wollte, und habe überall so ein paar Schlenker mehr gehabt, wie eigentlich geplant, aber es ist eine ganz gute Richtung. Und ich habe mich endlich in ein paar Kurven deutlich verbessern können. Zumindest hatte ich das Gefühl so vom, ja, sage ich euch dann gleich, wo es dann besser funktioniert und wo ich zumindest weiß, wie es besser funktioniert, ich es nur noch nicht immer hinkriege. Und Garmisch ist echt, die ist ganz schön auszehrend, die Strecke, weil du hast echt von Anfang an darfst du keinen Fehler machen. Und
jeder Fehler in den meisten empfindlichen Kurven, der wird hier mit Sekundenrückstand bestraft. Ich weiß nicht, wie ich das noch machen soll, hier noch Großzeitverbesserungen hinzukriegen, außer mit viel, viel Zeit. So, hier meinte ich, die Kurve, die klappt mittlerweile super. Wenn ich die danach noch richtig hinkriegen würde, und die hier, dann wäre schon mal viel gewonnen. Das wär wieder eine Sekunde Zeitvorsprung. Tja, aber was soll's. So einfach ist es nicht. Ich genieße es gerade, dass ich in den Fahrten nicht kommentiere und meine Musik laufen lassen kann. Das ist echt ein Tipp, Freunde, den kann ich euch nur geben. Macht euch zum Ski-Challenge, fahren eure eigene tolle Musik an. Das hilft so viel, habe ich zumindest das Gefühl, zumindest rein mental. Ich bin richtig, richtig frisch und begeistert. Auch wenn meine Musik jetzt eigentlich nicht frisch und begeistert unbedingt ist, sondern sehr um Krieg ging und um Rohrbomben und sowas. Trotzdem für die Ski-Challenge tolle Sache. Ich habe mich natürlich geärgert, weil ich hinter dem Geist ins Ziel gekommen bin, aber da kannst du dich wirklich tot ärgern. So, dann verabschiede ich mich mit einer 2.116 erstmal. Es wird weitere Zeitverbesserungen geben, mindestens eine schafft man auch, da bin ich überzeugt. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, so, es läuft, wir arbeiten uns voran. 205,5 sind wir mittlerweile schon angelangt. Auch diese Fahrt wollen wir uns ansehen. Gegen einen Norweger bin ich gefahren, gegen den AS-LBS. Kein allzu spannender Name, so. Und ich habe es geschafft, obwohl ich wieder die drei Kurven, die ich vorher angesprochen habe, wieder verbockt habe. Den Start habe ich auch verbockt. Auch da sind noch, ja, Zehntel drin, auf jeden Fall. Aber um die paar Zehntel geht es jetzt gar nicht. Denn die Zeit, die richtig viel Zeit, die liegt woanders. Hier oben muss man sich gut durchkämpfen und möglichst früh in die Hocke kommen. Die Geschwindigkeit mitnehmen. Hier kann man noch eng am Tor bleiben, dann ein Stück weiter runter treiben lassen. Dann nimmt man die Geschwindigkeit auch mit und schon haben wir den Norweger fast wieder im Sack. Der da sich versucht, ganz rechts rauszuretten. Hat aber 1-2 km/h weniger, deswegen hole ich ihn hier direkt ein. Und hier wird er auch schon fast überholt. Und zumindest in den nächsten Kurven wird er noch mehr verlieren. Kommt dann zwischenzeitlich wieder ran. Das werden wir aber dann gleich sehen, wo das gescheitert ist. Hier habe ich erstmal den Sprung nicht richtig gedrückt, das habe ich leicht verhauen. Die Kurve klappt super, die nächste nicht mehr so und die dann kommen, Katastrophe. Zack. Ein Satz nach unten, Richtung stimmt nicht mehr, musste hier weiter ausholen und da ist der Norweger schon wieder im Blick. Den Sprung habe ich diesmal gut gedrückt. Hier hat es mich leider wieder zweimal leicht aus der Kurve rausgetrieben. Das geht alles noch ein bisschen mehr auf Zug, alles ein bisschen besser. Und von hier an lief es dann fast, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler, der aber, glaube ich, nicht mehr allzu viel gekostet hat. Hier die letzte Kurve, die kann man ein Stück weiter rechts von der blauen Linie sogar anfahren. Da nimmt man noch ein bisschen mehr Schwung mit, wenn man früher über den die Hocke gehen kann. Den Sprung hier, den habe ich nicht rechtzeitig gedrückt gehabt. Schade drum. Hat bestimmt nochmal ein, zwei Zehntel gebracht. Werden wir aber sehen, dass wir das gleich noch hinbekommen. Und dann sind wir mit fast 6 Zehntel Vorsprung ins Ziel gefahren. 205,5, das fängt jetzt langsam an, halbwegs vernünftig auszusehen von der Zeit her. Und ich muss mich nicht mehr so sehr dafür schämen, dass ich hier überhaupt nichts zustande kriege. Wenn ich jetzt noch schaffen würde, dass da 204 steht und ich so in dem 5 Sekunden Abstandsfenster bin, dann wäre ich hochzufrieden. Wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter probieren. Macht gerade Riesenlaune. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.